Ich sage Ihnen, zum Anfang war eine kleine Begebenheit, kleine Story. Merke, Wissenschaft gewinnt immer, wenn man ein Narrative hat, eine Storyline hat. Und diese Storyline beginnt im letzten Jahr. Da war in New York bei den Vereinten Nationen auf Einladung des Generalsekretärs eine große Klimakonferenz als Vorbereitung zu dem, was danach kam. Und war glänzend besucht. Ich war auch mit dabei, also war sie glänzend besucht. Und es sprachen in zwei verschiedenen Sälen, weil so viele da waren, praktisch alle Staatschefs und Ministerpräsidenten dieser Länder. In der Zwischenzeit sind wir immerhin bei 196 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Als wir es in Rio gemacht haben, waren es 170. Wer heute Morgen dabei war, weiß, dass ich jetzt auf Zahlen Wert legen muss, weil ich heute Morgen einmal vertan habe. Also, insofern war das schon eine breite Konferenz. Und einer, der da sprach, den kannte ich einigermaßen ganz gut, weil er Nachbar war von Kenia. Nairobi, Hauptstadt von Kenia, war also das Hauptquartier, ist bis heutigen Tag natürlich Hauptquartier des United Nations Environment Program, das ich 8 Jahre lang leiten durfte. Und neben Kenia, wissen Sie alle, liegt Uganda. Und Uganda hatte einen bedeutenden Ministerpräsidenten, Präsidenten Museveni. Sicherlich kein lupenreiner Demokrat. Und der sprach da seine Ansprache zum Klimawandel. Und da hat damit begonnen, dass er gesagt hat, wissen Sie, wenn ich in meinem Land, in Uganda, ein Grundstück habe, eine Farm habe, und da habe ich einen Zaun drum, und mein Nachbar schmeißt mir seinen Abfall über meinen Zaun, dann gehe ich zu dem und sage, mein guter Freund, morgen beginnst du, das Zeug wieder wegzuholen, oder du kriegst wirklich Ärger. Wir kriegen uns in die Haare. Er hat es ein bisschen brutaler gesagt, aber das war der Inhalt seiner Aussage. Und hat natürlich dieses Beispiel genutzt, um zu sagen, genau das macht ihr in den hochentwickelten Ländern mit uns seit Jahr und Tag. Ihr schmeißt euren Abfall über unsere Grenzen. Wir haben den Schaden, ihr habt den Vorteil. Immer, wo so etwas passiert, dass jemand auf welche Weise auch immer bemüht ist, nicht die ganzen Kosten seines Wohlstandes selbst zu tragen, muss man immer wissen, gibt es Ärger. Umweltpolitik, ich war ja hinreichend lange Umweltminister, Umweltminister verursacht nicht Kosten. Zucken Sie immer alle zusammen, wenn du das sagst. Umweltpolitik verursacht nicht Kosten, möglicherweise Bürokratiekosten. Aber das soll bei der Finanzpolitik auch der Fall sein, bei anderen. Sondern Umweltpolitik entscheidet darüber, wer wann welche Kosten trägt. Umweltpolitik ist Verteilungspolitik. Und wenn du bei Verteilungspolitik bist, musst du immer wissen, bist du ganz nah bei Konflikten. Überall, wo das auftaucht. Überall, wo also eigene Kosten monetärer oder anderer Art abgewälzt werden, nicht selbst getragen werden, trägt sie ja jemand anders. Das hört sich abstrakt an, ist aber ganz konkret. Hatte auch mal die Freude, einige Jahre lang in Rheinland-Pfalz Umweltminister zu sein. Rheinland-Pfalz liegt am Rhein. Am Rhein liegt ein großes Chemiewerk. Die leiten Abwasser ein und da sind auch Teile dieses Abwasser kontaminiert, belastet. Wir haben in der EU eine Abwasserrichtlinie damals gemacht, Grenzwerte, sie wurden massivst kritisiert. Man konnte sie kaum durchbringen und in der Regierung war das auch nicht so ganz einfach, es durchzusetzen. Das hat sie generell geändert in dem Moment, wo die Stadt Rotterdam, die, wie Sie geologisch wissen, geografisch wissen, am Unterlauf, an der Mündung des Rheins in die Nordsee liegt, beschloss, vor Gericht zu gehen, weil in ihren Hafenschlemmen Sondermüll ankam und sie konnten in den Hafenschlemmen praktisch rückschließen, was oben am Oberlauf des Rheines nicht zurückgehalten worden ist. Sie hatten oben eine Kostenentlastung
Und unten hatten sie die Kosten, denn diesen Sondermüll aus den Hafenschlemmen zu entsorgen, kostete richtig teuer. Also sind die gekommen und haben gesagt, das wollen wir nicht mehr, wenn wir das schon machen, ärgerlich genug, dann müssen die anderen es bezahlen. In dem Augenblick wurde auf einmal sehr viel genauer hingesehen und wurde überlegt, wie können wir denn das vermeiden, weil die Kosten zurückverlagert wurden. Du kannst tausende solche Beispiele bringen. Wie gesagt, ich bleibe mal beim Rhein. Als ich mal nach Rheinland-Pfalz kam, bin da nicht geboren, bin in Ostwestfalen geboren. Schöne Gegend, Höxter an der Weser, neues Weltkulturerbe. Also wenn Sie mal eine Fahrradtour machen, vorbeikommen. Ja, wirklich, so war der Werbeblock, den musste man einbringen, das geht nicht anders. Bin schließlich dort auch Ehrenbürger in Höxter, also ist schon schön. Naja, ich kam also von dort und kam nach Rheinland-Pfalz und das ist natürlich zu tun, Staatssekretär gewesen. Und überall, wo ich in diese kleinen Orte oder kleinen Städte am Rhein kam, da gab es irgendwie ein Tulla-Denkmal oder eine Tulla-Straße. Und ich war immer der Meinung, es muss irgendwie ein sehr bedeutsames italienisches Restaurant sein oder sowas, war es aber nicht. Sie werden es möglicherweise wissen, dass Tulla ein großer Ingenieur war an der Universität in Karlsruhe. Und der hat Ende des 19. Jahrhunderts dort gelehrt und hat den Plan entwickelt, den Rhein zu begradigen. Hochgelobt, der Rhein ist 60 Kilometer kürzer geworden dadurch. Der war so meandrierend, ging der da runter und durchgemacht. Ne? Ergebnis, Straßen und Denkmäler dort. Denn da gab es jetzt auf einmal mehr Siedlungsfläche, da gab es mehr Möglichkeiten für landwirtschaftliche Produktion. Du hattest keine Problematiken mit diesen Schleusen und konntest schneller Schifffahrt betreiben. Kosten dafür wiederum am Unterlauf des Rheins. Denn dadurch, dass du den kürzer machst, veränderst du natürlich massiv die Ablaufsituation im Rhein. Ein gleicher Niederschlag hat eine ganz andere Wirkung auf das Hochwasser am Mittelrhein und am Unterrhein. Du produzierst also durch den Vorteil am oberen Teil die Nachteile am unteren. Verteilungspolitik at its best. Und wenn du da hinkommst und sagst, jetzt müssen wir das wieder zurückbauen, hast du hell of your life. Ist ja naheliegend, denn das ist ja gerade genutzt worden. Da werden jetzt also Polder eingerichtet. Also das ingenieurmäßige Begradien wird versucht zu retten dadurch, dass du ingenieurmäßig Polder baust. Also Sammelbecken von Wasser, die du im Normalfall geschlossen hältst und wenn die Hochwasserwelle kommt, machst du auf und nimmst die Hochwasserwelle weg. Aber nun such mal da Flächen, wo du solche Polder einrichten kannst. Und da merkst du auf einmal, dass diese Verteilungskonflikte regional vielfältig sind und dass sie eben zunehmend global relevant werden. Und dass sie diese Verteilungsprobleme wiederfindest überall dort, wo sich das auch noch über Grenzen hinweg erstreckt. Alle Konventionen, die gemacht worden sind, sind Antworten auf genau so eine Fallgestaltung. Einer hat Vorteile, der andere hat Nachteile. Eine Konvention wird versucht, als rechtliche Grundlage zu machen, damit diese Vorteilswechselwirkung abgeschwächt, kompensiert oder gar nicht mehr entsteht. Sie können das anfangen bei der Frage etwa der Belastung der Ozonschicht. Dort haben wir eine Konvention gemacht, nachdem Wissenschaftler festgestellt haben, es gibt offenbar chemische Stoffe, die, wenn sie freigesetzt werden, die Ozonschicht zerstört. Die sogenannten FCKW vornehmlich, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, sind auch noch andere dabei. Und da haben wir gesagt, das ist nicht fair, denn den Vorteil aus der Nutzung von FCKW haben die hochentwickelten Länder. Wir haben das genutzt in unseren Eisschränken, Frierschränken. Wir haben es genutzt in Foaming, also in Schaumstoffen. Ich wollte doch mal zeigen, dass ich Englisch kann. Danke aber herzlich. Wenn man da jemand hat, der einen da hilfreich unter die Arme greift. Also in Schaumstoffen und vielem anderen.
war mehr oder weniger FCKW, war ein Abfallstoff aus anderen chemischen Produkten, war also sehr preiswert, konntest du gut Geld dran verdienen. Und das wurde also jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Die drei, die es vornehmlich gemacht haben, unabhängig voneinander, haben dafür auch den Nobelpreis bekommen, Crutzen, Molina und Rauland. Crutzen nebenbei, 80 Jahre alt, jetzt immer noch in Mainz tätig, im Max-Planck-Institut für Chemie. Toller Mann, freuen uns darüber, dass er in dem Institut, das ich gegründet habe, Senior Honorable Fellow ist, weil er vieles andere auch gemacht hat, über das Sie vorher geredet haben, will ich jetzt nicht nochmal darauf zurückkommen. Also, wir haben dann gesagt, den Vorteil haben wir also im Norden, die Ozonschicht zerstört wird im Süden. Genau dieselbe Ausgleichssituation. Und da haben wir gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Wir müssen also die FCKW verbieten. Können Sie sich vorstellen, sind die Entwicklungsländer gekommen und haben gesagt, das kann ja nicht ganz fair sein. Ihr habt die für eure Wachstumsprozesse billig genutzt. Und jetzt, nachdem ihr merkt, dass dadurch die Ozonschicht zerstört wird, verbietet ihr das Nutzen für uns auch. Und wir müssen dann bei euch die teureren Stoffe kaufen, die das erreichen, was ihr über billige FCKW erreicht habt. Das war die Verhandlungssituation. Merke wiederum, Kosten abgewälzt, Verteilungsprobleme, Risiko von Konflikten. Wir haben das dann hinterher so gelöst, das ist nebenbei eine der wirklich vernünftig gelösten Dinge, wird ja immer wieder auch als Beispiel für Klima mit herangezogen, indem wir gesagt haben, wir müssen einen Fonds gründen, den die entwickelten Länder auffüllen, aus dem die Zusatzkosten für Entwicklungsländer bezahlt werden, die dadurch entstehen, dass sie jetzt teure Stoffe für dieselben Zwecke einsetzen. Das ist der Montreal Fund, der wirklich dazu beigetragen hat, dass sie eine fantastische Senkungskurve in der Nutzung von FCKW haben. Wiederum mit einem kleinen Fußnote dabei, damit Sie auch wissen, wie interdependent das ist. Eine der Substitutionsgüter für FCKW waren diejenigen, die wir sehr intensiv genutzt haben, weil sie auch von der Industrie mit gefördert wurden, die sie dann hinterher herausstellten, die haben zwar keinen Ozon-Depletion-Effekt, aber sie haben einen Climate-Effekt. Und jetzt arbeiten wir daran, dass die dort wieder rauskommen, damit wir nicht den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben haben. Also erstes Kapitel dessen, was ich sage. Es gibt Abwälzungsvorgänge und diese Abwälzungsvorgänge sind verteilungsrelevant und sind immer in der problematischen Wahrscheinlichkeit, dass daraus Konflikte entstehen. Wenn sowas ist, versuche international eine Konvention, eine Rechtsbasis zu machen, um dieses in Angriff zu nehmen und auf dieser Rechtsbasis, wie bei uns nationalen Gesetzen auch, musst du konkretisierenden Entscheidungen treffen und das nennen wir dann die Protokolle. Also ein Protokoll ist immer die Ausführungsbestimmung für die Konvention. In der UNCCC, also UNCCC, United Nations Convention on Climate Change, CCC, steht eben drin in der Konvention, dass schädliche Auswirkungen auf das Klima vermieden werden müssen. Jetzt muss ja irgendwo reinschreiben, was ist denn das schädliche Einflüsse? Wo kommen die denn und wie sind die denn zu fixieren? Das ist die Aufgabe des Protokolls. Deswegen konkretisierend Protokoll, in dem gesagt wurde, aber wir wollen bis 2012 bestimmte Minderungsraten einhalten, die ja im Kyoto-Protokoll stehen. Und wir wollen dazu beitragen, dass diese Auswirkungen nicht mehr auftreten können. Haben wir nicht erreicht, komme ich darauf zurück. Also Konvention als Antwort zur Konkretisierung der Konvention, immer wieder Protokolle. Beispiel bei der Konvention für Biodiversität, so Convention on Biological Diversity, Hauptsitz in Montreal in Kanada. Eine Konkretisierung etwa über genetische Veränderungen. Eine
Protokollentwicklung, die haben sie noch nicht fertig, haben wir auch damals nicht hingekriegt, über die Frage, wie können wir Indigenous Knowledge und die genetische Vielfalt schützen, die gerade erhalten worden ist in Ländern, die als Entwicklungsländer bekannt darin ihre Vielfalt haben. Die OPEC der Biodiversity sind die sogenannten Biodiversity-Rich Countries. Sie haben dann auch eine solche Gruppe, die sich sagen, das ist aber unser großes Asset, unser großer Vorteil, den wir schützen müssen. Dann kommen wir auf Klima. Und dann lassen Sie mich bei Klima eins vorweg sagen, ich gehe nicht auf die Frage ein, wie gesichert ist denn damit die Wissenschaft? Nicht, weil ich das nicht könnte, obwohl ich nicht der zentrale Klimawissenschaftler bin, sondern weil mir die damit verbundene Grundfrage wirklich wichtig ist, deutlich zu machen. Wissenschaft in meinem Verständnis ist ja nie darin zu sehen, dass etwas wirklich abschließend erforscht ist. Ich bin da noch ein guter Jünger von Karl Popper, der immer den schönen Satz gesagt hat, dass Wissenschaft darin besteht, alles dran zu setzen, um vorhandenes Wissen zu widerlegen, zu falsifizieren und nicht alles dran zu setzen, um vorhandenes Wissen zu verifizieren. Wer verifiziert, ist eigentlich Ideologe und ist ganz nah an kognitiver Dissonanz, dass er nämlich nur noch die Informationen wahrnimmt, die seine vorgefasste Meinung bestätigen. Das kommt in Leuphana nicht vor. Kognitive Dissonanz ist nur woanders. Aber Sie können das im tagtäglichen Bereich sehen. Ich bin einmal, als ich Examen gemacht hatte mit der damaligen GTZ, also Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, nach Südamerika gegangen und wurde eingesetzt in der Stadt Porto Alegre, Süden, Rio Grande do Sul. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, vorher ist mir die Stadt Porto Alegre nie aufgefallen. Habe ich auch nirgends gesehen, war der Meinung, dass es in dem Moment, wo ich wusste, ich gehe nach Porto Alegre, kam mir Porto Alegre in der Zeitung permanent entgegen. Du hattest auf einmal einen ganz anderen Blick dafür. Beachten Sie das mal selbst mit. Das ist kognitive Dissonanz. Wenn es kognitive Dissonanz ist, ist es wissenschaftlich, ist in Ordnung. Dieses Beispiel, das ich gesagt habe, ist eher Erfahrungswissen. Deswegen die Notwendigkeit, transdisziplinär zu werden. Das ist nur mal an dem Beispiel genannt. Also, wir sehen, ich kann nie davon ausgehen, dass etwas wirklich so ist. Ich kann immer nur sagen, es ist bisher nicht widerlegt. Ich bin immer noch so ein altmodischer Mensch, der rationalen Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Falsifizierung. Ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben nicht einmal etwas zu entscheiden gehabt, wo die Wissenschaft einer Meinung war. Gab es nicht. Gab es überhaupt nicht. Die Sache mit der Ozonschicht. Als wir damals die Verantwortung übernahmen und verhandelt haben, eine solche Konvention, ein Protokoll, sind wir massiv von der Mehrheit der Wissenschaft in Frage gestellt worden, ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen FCKW und der Zerstörung der Ozonschicht gibt. Hat sich glücklicherweise bestätigt. Die Frage, ob es wirklich so war, entscheidend war, dass wir durch die Emissionen von säurebildenden Faktoren wie SO2 und NOx, Stickoxide, eine negative Wirkung auf die Bäume in Deutschland, auf die Wälder gehabt haben, gibt es hinterher wieder Zweifel dran. Wenn ich also warte, bis mir wirklich eindeutig gesagt wird, das ist so, handle ich nie. Das Entscheidende ist immer zu sagen, wann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass Nichthandeln eigentlich eine nicht mehr zu begründende Möglichkeit ist.
Und ich sage, das ist nun wirklich wissenschaftlich so behandelt, dass ich diese Wahrscheinlichkeit habe. Wenn ich dann aber auch entscheide, dann entscheide ich immer, wenn es irgendwie geht, nach dem sogenannten Non-Regret-Prinzip. Das heißt, selbst wenn sich mal herausstellen sollte, dass deine begründende These nicht oder nicht hinreichend sicher war, hast du was entschieden, was auf jeden Fall sinnvoll war. Insofern setze ich mich mit diesen Skeptikern bitte nicht auseinander. Denn keiner von denen sagt mir, dass es nicht sinnvoll ist, alles dran zu setzen, weniger begrenzte fossile Energien zu verbrennen, sondern andere zu nutzen. Für eine Welt mit 9 Milliarden Menschen brauchst du Energie und du kannst es nicht nur und du solltest es nicht nur darauf setzen. Wenn ich also alles dran setze, dass diese fossilen Energien in der Erde bleiben und dann möglicherweise von kommenden Generationen genutzt werden können, ist das eine Non-Regret-Maßnahme. Ich brauche das nie zu bedauern, dass ich das gemacht habe. Möglicherweise kann mir einer sagen, du hast dir Geld eingesetzt, das hättest du an anderer Stelle besser einsetzen können. Diesen Hinweis gibt mir im Augenblick niemand. Also, nicht weil ich intellektuell faul sei, gehe ich nicht darauf ein, welche wissenschaftlichen Begründungen für den Klimawandel wir haben, sondern ich gehe davon aus, dass die wissenschaftlichen Arbeiten daran so abgesichert sind, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeiten verpflichten dich zum Handeln, handel aber so, dass du das auch in jedem Fall auf positiver Seite abbuchen kannst. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Da wird Musso wenig froh. Denn bisher haben wir halt unsere Abfälle über andere Leute Zäune geworfen. Es ist ganz unstrittig, die Belastung, die wir gegenwärtig schon in der Atmosphäre haben, dieser Anstieg von 278 auf 340 ppm an CO2 ist ja nicht durch diese in Afrika entstanden, sondern durch die Art und Weise, wie wir leben. Wir haben bei uns im Institut einen Senior Fellow, der ehemalige Umweltminister aus Indien, Ramesh, eine sehr, sehr bekannte und sehr bedeutsame Persönlichkeit, der mich jetzt wiederum mit den Zahlen konfrontiert hat. Pro-Kopf-Verbrauch an Energie in Indien, Pro-Kopf-Verbrauch 780 Megawatt. Pro-Kopf-Verbrauch bei uns? Wer bietet was? Knapp 8000. Knapp 8000. Ja? Er bietet mehr. Gut, er fragt was. Gut. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Höchst an der Wiese habe ich schon zu erkennen gegeben. Das ist wahr. Aber kann ich Ihnen genauso auch sagen, meine Flugbilanz ist eine erschreckliche. Jetzt nicht mehr. Wenn du 77 bist, fliegst du auch nicht mehr so viel. Ist immer noch mehr, als man sollte. Aber vorher, wenn du in Nairobi stationierst bist, kommst du schwer mit der Eisenbahn raus. Insofern ist das natürlich ein Punkt. Ich verstehe jetzt nur nicht den Zusammenhang. Dies ist ja für mich nicht die Frage. Ich muss doch mit Indern zusammensitzen, wenn ich nach Paris gehe und sage, ihr müsst mitwirken daran. Und da kommen die doch mit genau dieser Zahl wieder und sagen, warum sollen wir denn bitteschön was tun? Was sollen wir denn tun? Sollen wir von unseren 87 noch weiter runtergehen? Oder sollen wir solche Energietechniken nutzen, die uns wettbewerbsunfähig machen an exakt diesem globalen Markt, den Sie nennen? Die sind doch die Verhandlungsrealitäten. Und mit denen muss ich mich ein Stück auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich schon, dass es nicht ganz ohne Hintergrund war,
dass wir damals in dem hier angesprochenen Earth Summit in Rio de Janeiro 1992 unter anderem die sogenannten Rio Principles verabschiedet haben. Und da steht das Rio Principle 8, gucken Sie mal im Netz nach, und da steht das Recht auf Entwicklung drin. Das heißt, da steht drin, dass jedes Land das Recht auf Entwicklung hat. Eine nicht unerhebliche Vorgabe, auf die natürlich diese Länder wieder zurückkommen. Wie gewährleisten? Wenn ich nach Afrika komme, wie gesagt, ich bin da nicht der theoretisch gewesen, und sage dem, pass mal auf, jetzt sind Grenzen des Wachstums angesagt, wirtschaftliche Entwicklung ist nicht mehr, dann muss ich mich verdammt warm anziehen. Da kann ich auch nicht sagen, wir machen das global. Dann kommen die wahrscheinlich darauf hin, das sei nicht ganz hilfreich, wenn wir jetzt sagen, Flasche voll. Wir haben es mal ausgenutzt und wenn wir jetzt machen, kriegen wir negative Konsequenzen. Die kommen doch zurück und sagen, fangt ihr doch an. Ihr müsst doch zurückführen. Ihr müsst uns doch Freiräume schaffen. Oder ihr müsst euch Wege einfallen lassen, die wir begehen können, um wirtschaftliche Entwicklung und Überwindung von Armut zu haben, ohne dass die negativen Konsequenzen, die ihr in eurem Entwicklungsprozess gemacht habt, eintreten. Indira Gandhi hat schon 1972 auf der Vorgängerkonferenz von 92, 20 Jahre später, in Stockholm, war die First United Nations Conference on the Human Environment, war nur Umwelt. Hinterher hieß es United Nations Conference on Environment and Development. Da hast du schon die Verbindung. Bei dieser nur Umwelt hat sie gesagt, sie verstünde ja, sie, Indira Gandhi, dass die hochentwickelten Länder, die Entwicklungsländer, vor den Techniken und Verhaltensweisen warnen, die sie selbst gemacht haben, die entwickelten Länder. Aber sie wolle uns auch darauf hinweisen, dass es exakt diese Verhalten gewesen sind, die unseren Reichtum begründet haben. Und da kannst du ja auch verdammt wenig gegen sagen. Also muss doch unsere Aufgabe darin bestehen, Entwicklungsspielräume zu geben, die wir so nutzen, dass eben nicht dieselben negativen Konsequenzen entstehen, wie sie bei uns entstanden sind. Genau dieselbe Situation nicht mehr abwälzen, sondern Möglichkeiten schaffen. Dies ist Friedenspolitik. Ich habe das mal gesagt, wir sind an vielen Stellen in der Situation, dass wir ökologische Kriege führen. Ich habe einige Beispiele dafür gedacht. Und ich frage mich eben, wo sind die Abrüstungsinstrumente für solche ökologischen Kriege? Jeder, um es wiederum in die Breite zu bringen, der in den Zeitungen zum Weltwassertag schreibt, schreibt drüber, die nächsten Kriege sind Kriege um Wasser. Und alle sind der Meinung, das ist auch naheliegend, wir sind immer mehr Menschen und das Wasser bleibt gleich und es gibt wohl offenbar Verteilungskriege darüber. Wenn ich das mal eine Sekunde ernst nehme, dann muss ich doch fragen, gibt es sowas wie ein Frühwarnsystem für Wasserkriege? Und gibt es so etwas wie Abrüstungsinstrumente für Wasserkriege? Oder besteht diese Warnung nur darin, dass wir hinsetzen und abwarten, bis diese Wasserkriege entstehen? Da will ich hinkommen, dass ich deutlich mache, wir sind nicht fatalistisch daraufhin ausgerichtet, sondern wir müssen uns, wenn diese Abwälzungssituation gegeben ist, sofort hinsetzen und fragen, wie kriegen wir denn das in den Griff? Wie können wir das ändern, damit nicht aus diesen Bereichen heraus die Gefahr kommt, dass wir zu Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen? Ich halte das für eine der zentralen Fragen, die vor uns liegen. Es ist ja prima, sagen wir mal, dass die Vereinten Nationen in Konfliktgebiete Blauhelme schicken. Sie wissen, das sind Soldaten, die versuchen, die Konfliktparteien auseinanderzuhalten und Friedensmöglichkeiten zu eruieren oder zu verstärken. Überall, wo wir Blauhelme haben, ist das ein Hinweis, dass wir zu spät gekommen sind. Ich habe damals gesagt, als ich zu den Vereinten Nationen ging, wir müssen alles dran setzen, um Grünhelme zu bekommen.
Wir müssen eigentlich dieses Frühwarnsystem dazu nutzen, dass wir die hinschicken, die diese Ursachen von kriegerischen Auseinandersetzungen frühzeitig beheben. Im Wasserbereich ist das zum Beispiel, dass man Wasser versucht, in Kreisläufen zu führen. Eine Kläranlage zu bauen, ist ein Beitrag zu einer Verminderung der Wahrscheinlichkeit vom Wasserkriegen. Wassersparende Technologien gehören genau damit hinein. Rechtsstrukturen zu finden, die das Zusammenarbeiten an einem, wie es so schön heißt, Common Used Water Body zu bekommen, sind Abrüstungsinstrumente für Wasserkriege. Wir haben bei UNEP einen ganzen Katalog gemacht, wie viele solche Abkommen wir haben in der Welt und wo gibt es Besorgnisse, dass sie nicht da sind und daraus Konflikte entstehen, ökologische Aggressionen. Wir haben dasselbe gemacht bei Abfällen. Eine der wirklich ärgerlichsten Entwicklungen überhaupt, die man sich vorstellen kann, ist, dass wir eben ganz lange hochgefährliche Abfallstoffe exportiert haben. Gehen Sie mit mir nach Afrika und ich kann Sie durch die Länder führen und kann Ihnen zeigen, wo solche Abfallstoffe etwa aus Herbiziden oder Fungiziden und anderen Bereichen liegen. Die sind da nicht exportiert worden, dass sie genutzt werden, sondern sind immer kurz vor Ablauf des Nutzungsdatums dorthin exportiert worden, um praktisch sie preiswert zu entsorgen. Mit riesigen Konsequenzen für die Gesundheit der Menschen, die da sind. Wir haben dafür wiederum eine Konvention gemacht, die Basler Konvention, dass dies verboten wird, dass du wenigstens ein Rechtsinstrument hast, um das zu verbieten. Klassisches Beispiel davon war, ich weiß nicht, ob Sie das mal verfolgt haben, als die Franzosen ihren Flugzeugträger Clemenceau abwracken wollten. Da haben sie gesagt, das machen die Inder dann für uns. Die durften aber den da nicht hinfahren, weil in dem Clemenceau sehr viel toxische Abfälle waren, bis hin zu Asbest. Da gab dann eine Geisterfahrt eines zum Abwracken bestimmten Schiffes durch die Welt. Das ist aber jetzt beregelt. Also genau das müssen wir uns überlegen im Klimabereich. Wir brauchen für wirtschaftliche Entwicklung, ganz ohne jeden Zweifel, eine Grundvoraussetzung. Und das ist Energie. Habe ich noch in der Universität im zweiten Semester zu lernen gehabt. Ohne Energie keine wirtschaftliche Entwicklung. Es gab diese wunderbare Elastizität von 1. Also 1% mehr Wirtschaftswachstum heißt 1% mehr Energienachfrage. Das haben wir bei uns entkoppelt. Wir brauchen nicht mehr für 1% 1% mehr Energie. Unsere Nachfragekurve stabilisiert sich. Im Strombereich geht sie sogar ein Stück runter. In China ist die Elastizität größer als 1. Das heißt, für 1% wirtschaftliche Entwicklung in China brauchst du mehr als plus 1% Energie. Also muss ich doch sagen, wenn wir wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern brauchen, denn wir müssen sie ja darin auch bestärken, dass junge Menschen in diesen Ländern Zukunft haben. Wir sind in einer globalisierten Welt und wenn wir das nicht wirklich gemeinsam entwickeln können, haben wir eine unfriedliche Welt, muss ich mich doch fragen, entweder nutzen die die Energie, die uns die Klimaprobleme einbringen, denn die ist eine vergleichsweise leichte Technologie und die Ressourcen dafür sind vorhanden. Also so glauben wir, kommen auf Peak Oil oder Peak Gas, geschweige denn Peak Coal ist nicht mehr der Fall. Wenn Sie sehen, was in Amerika durch Shale Gas auf einmal eine völlig neue Gestaltung des weltweiten Energiemarkts ausgelöst worden ist, dann weißt du, dass du auf Peak, also dass es nicht mehr genug gibt, nicht setzen kannst. Wo der Peak ist, ist immer abhängig davon, wie hoch die Preise sind. Je höher die Preise sind, umso mehr wird gefunden und kann auch gefördert werden. Aber wir müssen in die Situation hinein offenbar andere Energietechniken erfinden und anwendungsfähig machen, wettbewerbsfähig machen, sodass die einen wirtschaftlichen Entwicklungsprozess haben können, ohne dass sie diese klimatischen Veränderungen verstärken. Das ist für mich, war für mich der entscheidende Ansatzpunkt zu sagen, welche solchen Energien gibt es denn?
Ganz offenbar ist dafür die Kernenergie nicht geeignet. Sie ist einfach deswegen auch nicht geeignet, weil sie viel zu teuer ist. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, dass die Europäische Union jetzt vor 3 Wochen die Subvention für 2 Neubauten von Kernkraftwerken in Großbritannien abgenickt hat. Subvention pro Kilowattstunde aus diesen Kraftwerken 11,3 Euro Cent für 30 Jahre fest mit Inflationsausgleichsklausel. Wir sind jetzt in den erneuerbaren Energien bereits deutlich unter denen. Und auf 30 Jahre haben wir noch nie etwas festgeschrieben bei uns. Und einen Inflationsausgleich hat es auch noch nie gegeben. Kann so sagen, wir haben auch keine Inflation. Muss aber fest auf Holz klopfen. Das heißt also, diese Frage ist eine Abrüstungsfrage für mögliche Auseinandersetzungen im globalen Bereich, die sich aus der Klimaveränderung ableiten. Es ist also nicht nur ein schöner Spruch, wenn ich mal gesagt habe, Klimapolitik ist Friedenspolitik, sondern es ist die Realität, in der wir sind. Wenn wir das nicht einhalten können, werden wir eben verstärkt Klimaflüchtlinge bekommen. Wir haben sie jetzt schon zum Teil. Wir werden Auseinandersetzungen in diesen Regionen um die immer knapper werdenden Ressourcen haben. Also ist es unser eigenes Interesse, alles dran zu setzen, Entwicklungsmöglichkeiten in Indien und anderen Ländern zu schaffen, technologisch abzusichern und durch Verhaltensänderungen bei uns glaubwürdig werden zu lassen. Das ist eine tolle Herausforderung. Und deswegen sind wir an die Frage rangegangen, wie geht es denn mit anderen Techniken, zum Beispiel denen, die sich mit der größten Energiequelle, die wir kennen, verbinden mit der Sonne. Meine Windenergie ist indirekt ja auch Sonnenenergie, aber wir wollen sie nochmal auseinanderhalten. Und das ist ja auch immer eine Aussage, natürlich kannst du relativ kleine Teile der Sahara abgrenzen und sagen, da kommt so viel Energie runter, wie die ganze Welt braucht. Das ist eine eher lapidare Aussage. Denn du musst ja immer dazu sagen, wie ernte ich die denn? Und wie transportiere ich die denn? Denn meistens wird in der Mitte der Sahara vergleichsweise wenig Energie verbraucht. Also du musst diesen dort geernteten Strom, der da reichlich ankommt, Energie, die musst du so ernten, dass die Erntekosten nicht so prohibitiv teuer sind, dass die anderen diese gar nicht nehmen. Und dass sie zu denen gebracht werden können, wo sie hingehören. Das ist Abrüstungsmaßnahme in dieser globalen Welt. Und da haben wir, glaube ich, die Querverbindung in erneuerbare Energien, die eben deutlich hinausgeht über das, was wir leider Gottes in Deutschland permanent nur diskutieren. Wir diskutieren diese Energiewende eigentlich nur deutsch. Und dann sagt man mir, wenn ich in meine Kneipe in Höxter komme, mein Gott nochmal, wir sollen das alles erfinden und machen und viel Geld da rein investieren. Wir haben 900 Sonnenstunden im Jahr. 900 Sonnenstunden im Jahr. Wir haben einen Anteil von 2%, knapp 2% an der globalen CO2-Emission. Wenn wir gar nichts mehr emittieren, das machen die Chinesen in 3 Wochen wett. Warum eigentlich, Töpfer, kommst du auf die blöde Idee und sagst, wir müssen in Deutschland Solarenergie entwickeln und anwenden? Und dann ist genau die Antwort wiederum in dieselbe Kerbe schlagend. Wenn sie nicht hier entwickelt wird, in den hochentwickelten, technologisch führenden Ländern, dann wird es halt nicht entwickelt. Nicht, weil die anderen dümmer sind, sondern weil die Strukturen nicht vorhanden sind, um das zu machen. Also wir haben mal mit Solarenergie angefangen haben, war ich selbst noch Bundesminister, haben wir das Stromeinspeisegesetz gemacht, aus ganz anderen Gründen nebenbei. Und da kostete eine Kilowattstunde Strom aus Photovoltaik etwas über 1 Euro pro Kilowattstunde. Über 1 Euro. Unvorstellbar teuer. 1 Euro für eine Kilowattstunde. Hätten wir heute Abend was verbraucht. Alle haben gesagt, können wir ein bisschen machen, Spielereien und müssen denen auch eine Freude machen. Wurde nur ganz wenig produziert und die Kosten wurden ja nicht über den Bundeshaushalt abgewickelt, sondern sie wurden umgelegt auf alle, die Strom brauchen. Und wenn du wenig Teures
auf vieles umlegst, bleibt es kaum erkennbar. Es hat sich vertan, war weg. Und jetzt wird es mehr. Und unsere Erwartung und der Lackmustest besteht darin zu sagen, wenn dann aber mehr erzeugt wird, müssen wir eine Lernkurve erreicht haben. Muss das billiger geworden sein? Und das wird auf zwei Weise möglich. Einmal, indem wir weiter in Forschung und Technologie investieren und indem wir es ermöglichen, dass das so gebaute Zugang in das Netz bekommt, Einspeisesicherheit zu einem bestimmten Preis. Und das hat das Erneuerbare-Energie-Gesetz gebracht. Und siehe da, unsere Erwartungen sind sogar voll erfüllt worden. Wir zahlen eben jetzt nicht mehr 1 Euro pro Kilowattstunde, sondern bei Wind ist es noch günstiger, sondern wir zahlen jetzt für die großen Flächenanlagen, an denen man ja auch vorbeifährt, wenn man nach Lüneburg kommt, zahlen wir die Größenordnung von 7, 8, 9 Euro Cent, für die Dachanlagen etwas mehr. Wir kriegen für eine Dachanlage heute 12, 13, 14 Euro Cent. Und Sie sehen, damit wächst dieses in Bereiche hinein, wo es tatsächlich eine Abrüstungsmaßnahme für Energieversorgung in gänzlich anderen Teilen der Welt ermöglicht. Der eben schon erwähnte Ramisch aus Indien sagt, bei uns wird der Anteil der erneuerbaren Energien von jetzt 4% auf 18% ansteigen. Wenn Sie das sehen vor dem Hintergrund einer weiterhin massiv ansteigenden Nachfrage, in Indien pro Jahr etwa 14 Millionen neue Konsumenten von Energie, 14 Millionen neu, dann wissen Sie, was ein Anstieg von 4% auf 18% bedeutet. Massive Investitionen. Nur möglich geworden, weil wir einmal hingegangen sind und gesagt, wir müssen ganz viel Geld investieren, um die billiger zu machen. Wenn das nicht gemacht hätte, wäre es eben nicht mehr jetzt in einer Ebene, wo ein Land wie Indien oder die arabischen Länder, in denen besondererweise Solarenergie genutzt wird, in der Lage sind zu sagen, du, die sind bei uns bei etwas über 3000 Sonnenstunden im Jahr billiger, als wenn wir unsere eigene Energie nutzen. Du hast es also zu einem, wenn du so willst, Business Case werden lassen, zu einer wettbewerbsfähigen Energie. Dies ist eine deutliche Entlastung bis hin zu Verminderung von Konflikten. Es gibt viele, die der Meinung sind, dass die aktuell gegen jede Erwartung niedrigen Öl- und Gaspreise aus mehreren Gründen zu erklären sind. Aber ein Grund ist auch, dass man mehr und mehr sieht, dass die erneuerbaren Energien in Kostengrößen hineinwachsen, die sie wettbewerbsfähiger machen als diejenigen, die jetzt für Öl und Gas allein in der Gewinnung herausgeholt werden können. Wir müssen ja wissen, auch bei Öl und Gas, auch bei Kohle, sind die sogenannten Low-Hanging Fruits, also die Äpfel und Birnen, die unten an Ästen sind, sind schon abgeerntet. Du kommst eben jetzt in die, die höher hängen, wo es mehr Kosten gibt. Die Brasilianer haben fast ein neues Unabhängigkeitsfest gemacht, als sie für ihre Kosten Öl entdeckten. Das liegt aber so tief und ist so schwer zu gewinnen, dass es sehr teuer ist, ranzukommen. Also siehst du, dass wir auf einmal durch technologische Entwicklung Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, die uns eben nicht nach Paris gehen lassen mit dem Hinweis, ihr müsst weiter arm bleiben und euch nicht entwickeln, sondern ihr könnt einen Entwicklungsprozess auch machen mit Energien, die nicht diese Auswirkung auf Klima oder andere Bereiche haben. Es ist eine Entspannungsmaßnahme erster Qualität. Da können Sie sich fragen, wird das schon in Paris wirksam werden? Zunächst einmal muss man wirklich sagen, in der ganzen Entwicklung von erneuerbaren Energien haben wir in Deutschland ein wirklich großartiges Beispiel dafür geliefert, wie man eine sinnvolle und wirklich für uns ganz bedeutsame Technologie kaputt machen kann, durch Reden und durch welche Spannung auch immer. Wenn Sie heute mit Ausländern sprechen, ich komme sofort, wenn Sie heute mit Ausländern sprechen, sagen Sie immer, eure Marketingstrategie für erneuerbare Energien in der Welt ist miserabel.
Überall wird nur gesagt, ist nur was für reiche Leute, könnt ihr gleich vergessen, ist für euch ohne dies so teuer. Sie sagen nie dazu, dass das die Investition in die Technikentwicklung ist, dass sie jetzt ganz anders genutzt werden können. Das wird systematisch nicht gemacht. Und wenn du einmal hinkommst, was Herr Altmaier auch gemacht hat und gesagt hat, das hat uns 2 Billionen gekostet, ist das Signal für den Rest der Welt, das können sich nur die stinkreichen Deutschen leisten, wir können das gleich vergessen, wir machen weiter fossile Energien. Insofern ist dieses eine der Konsequenzen. Und hier habe ich jetzt wirklich wieder eine Frage. Das ist prima. Was würden Sie auf Nico Pech antworten, der sagt, auch wenn man die Energiewende weiterverfolgt und das in Ländern des globalen Südens angewandt wird, verlagert man auch da wieder nur Probleme auf ein anderes Feld der Ressourcen? Ja, das Argument kenne ich sehr gut. Ich glaube, er wird auch hinzusagen können, dass wenn wir dieses erreichen können, wir eine ganz andere Verlagerung haben. Nämlich, dass wir dann in den Ländern endlich dazu kommen, dass sie eine eigene wirtschaftliche Entwicklung einer Industrie mit aufbauen können. Bisher ist nämlich so, die Ökonomen sprechen von schlechten Terms of Trade, dass dort nur die Rohstoffe gewonnen werden, die werden exportiert und bei uns werden sie weiterverarbeitet. Wir haben die Arbeitsplätze und die drüben nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja sehr immer der Meinung, dass wir den tropischen Regenwald schützen können. Das kannst du auch machen, das hat der Greenpeace gemacht, indem sie sagt, jeder Export von solchen Hölzern wird boykottiert. Ich würde lieber sagen, wir sollten jeden Export von nicht bearbeiteten Holz aus solchen Ländern boykottieren. Ich fahren Sie mal mit mir nach Kamerun, in den Regenwald rein. Auf der anderen Seite kommt Ihnen ein Lastwagen, ein wirklich Riesendinger mit diesen großen Stämmen entgegen. Die werden da eingeschlagen, runter zum Hafen gefahren, dort an Bord gebracht. Und die finden sich dann in Europa irgendwo wieder. Und hier wird das Furnier draus gemacht, hier werden die Produkte draus gemacht. Die Wertschöpfung dieses Baumes ist nicht in Afrika, sondern die Wertschöpfung dieses Baumes ist bei uns. Und wenn lange wir das haben, werden wir vergleichsweise wenig Mitwirkung dort bekommen können. Denn die Leute brauchen dringlich Arbeitsplätze. Die müssen vorankommen können in dieser Situation, wo sie selbst, nehmen Sie Afrika als Beispiel, eine dramatische weitere Bevölkerungsanstieg haben, der auch etwas Ansprüche stellt an Arbeitsmärkte und Arbeitsplätze. Also ich glaube, dass wir auch, das ist kein Glauben, es ist eine klare Entwicklung, dass wir die Ressourcenverbräuche bei erneuerbaren Energien aus solchen Bereichen machen, die eben nicht eine hohe Limitierung hat. Also Lithium ist vergleichsweise noch gut vorhanden. Und wir müssen natürlich auch dort sehen, dass wir die Kreisläufe wieder schließen, dass wir nicht wegwerfen zum Abfall produzieren, sondern dass wir Kreisläufe schließen. Das nur als ganz kurzer Hinweis drauf. Ist ja nicht nur der von Ihnen genannte, der ja auch, glaube ich, in dieser Woche noch hier sein wird, da können Sie ihn selbst nochmal nachfragen, sondern das gilt ganz sicherlich auch für hier Schmidt-Blake, der ja eine Philippika dagegen jetzt gerade auch gehalten hat. Mir ist die Frage dann schon ganz wichtig anzuschließen und zu sagen, wir brauchen Energie und es ist unter der Gesamtbilanz immer noch der sinnvollste Weg, es so zu machen. Wir haben in anderen Regionen andere Voraussetzungen wieder. Um es nochmal mit Kenia zu verbinden, Kenia macht weder Sonne noch Windenergie. Aber Kenia liegt, wie Sie sicherlich auch wissen, am sogenannten Rift Valley, am ostafrikanischen Grabenbruch. Das ist eine sehr junge geologische Formation und ist deswegen bestens geeignet für Geothermie. Du kriegst also dort, jetzt schon haben wir 3, 4 kommerziell betriebene Geothermiekraftwerke. Aber auch die brauchen Ressourcen. So ist es ja nicht. Die sind sogar relativ schwierig zu machen. Was wirklich sehr hilfreich ist, auf das muss hingewiesen werden, dass wir diese Ressourcenfrage zu bewältigen haben und dass wir diese nicht als gegeben ansehen können. Die lässt sich dann sehr viel besser noch weiter auch als kritisch darstellen, wenn du über Silizium hinaus in seltene Erden und Metalle hineinkommst, die ja auch eine nicht unerhebliche Rolle in der erneuerbaren Energie, so wie sie jetzt ist, spielen. Ich hoffe, dass ich es hinreichend beantwortet habe. Also, meine Aussage noch einmal im Zeitraffer. Offenbar haben wir überall dort Spannungen zu erwarten, wo Kosten
und Nutzen auseinanderfallen. Wenn das systematisch ist, wirst du daraus Spannung haben. Verteilungspolitik ist spannungsnah. Wenn wir das haben, müssen wir überall dort versuchen, diesen Gap zwischen Nutzen und abgewälzten Kosten kleiner zu machen oder ihn ganz zu vermeiden. International tun wir das über Konventionen, in die hinein Protokolle formuliert sind. Dieses führt dazu, dass wir uns Lösungen suchen müssen, die dieses eben nicht mehr trägt. Ich habe versucht, an mehreren Beispielen das zu verlegen. Im Klimabereich ist es ganz ohne jeden Zweifel zentral wichtig, dass wir Möglichkeiten geben, wie kann man wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern erreichen, ohne dass man dieselben Fehler macht, die wir bei uns gemacht haben. Das ist eine Technologieanfrage, das ist eine Verhaltensanfrage. Dies, meine ich, ist die Abfolge, die wir betrachten sollten, die ich jedenfalls für höchst relevant immer wieder gesehen habe. Ich glaube, dass wir damit fast dazu kommen können, ja sicher, dass ich auch abbreche, hier vorne werden man schon unruhig, aber eins nehme ich noch in den Vortrag hinein. Ja. Für die Frage bin ich Ihnen ganz besonders dankbar, weil ich vorher gerade in meinem Vortrag das Wir gegeißelt habe. Es ist also außerordentlich passend. Zu der ersten, ich glaube, zunächst einmal sollten wir es vermeiden, was ja nicht nur eine psychologische Frage ist, sondern faktisch abgesicherte ist, immer so zu tun, als müssten wir dann auf was verzichten. Die Frage, was denn eigentlich Glück und Wohlstand ausmacht, kommt dort zentral mit hinein. Ich habe im Programm gesehen, dass wir hier auch Diskussionen über Bhutan haben werden. Also the gross national happiness. Ich hatte mehr als einmal Gelegenheit, mit dem König von Bhutan zu diskutieren. Und der uns immer wieder vorgeworfen hat, wir würden nur das als relevant ansehen, was man quantifizieren kann. Also die gesamte Literatur über Glück will ich jetzt mal draußen vorlassen, damit wir nicht zu detailliert werden. Und das Zweite ist, dass man sich mal wirklich vorstellt, auf was wir denn gegenwärtig wirklich verzichten. Wir verzichten gegenwärtig auf etwas mehr Ruhe, auf die Möglichkeit, mehr Freizeit zu haben und alles dies. Darauf verzichten wir zugunsten von mehr materiellen Produkten. Und ich sehe das nicht nur in der jungen Generation, sondern weit darüber hinaus, dass das eben nicht mehr so entscheidend ist. Und wirtschaftliche Unternehmen wissen, dass die Tatsache, dass jemand mehr Freizeit haben will, für viele schon mehr bedeutet, als ein höheres Einkommen zu haben. Das gilt allerdings nicht dort, wo es ums Existenzbereiche geht, sondern auf einem nicht unerheblich hohen Level. Das muss man mit dazu sagen. Aber ich sehe das zumindest als einen Trickle-Down-Effekt jetzt bereits kommen. Also gehen wir weg, da müssen wir uns also unser Büßergewand anziehen und dann wird es, die Attraktivität dafür muss ja dadurch auch gesehen werden, dass wir was gewinnen davon. Wir gewinnen davon was. Das ist meine etwas offene, vielleicht wolkige Antwort. Müsste man vielleicht doch ein Semester dran setzen. Aber das machen dann meine Mitarbeiter, die machen das auch prima. Also das dazu nur. Es ist eine wichtige Fragestellung. Ich ärgere mich immer über den Hinweis Verzicht, genauso wie ich über sowas wie Burden-Sharing ärgerlich bin, dass wir ein Klima-Burden-Sharing haben müssten. Das sind nicht Burden-Sharing, sondern Possibility-Sharings. Dass wir das in die nicht herbeigeredete, sondern tatsächliche Vorteilhaftigkeit mit hineindenken können. Zu dem anderen Desertec. Und zum Wir. Desertec ist ein Projekt, das zwei Wurzeln hatte. Die eine Wurzel kam aus dem, wenn Sie wollen, NGO-Bereich. Es gab sehr engagierte, und die gibt es immer noch, Menschen, die gesagt haben, es wäre doch eine tolle Win-Win-Situation, wenn es uns gelänge, etwa in Nordafrika Solarenergie zu ernten,
die dort zu nutzen, damit dort Entwicklungsmöglichkeiten über Energie gegeben sind, bis hin zur Meerwasserentsalzung, um die Wasserproblematiken besser in den Griff zu bekommen. Und die Refinanzierung dieses Produktes dadurch erzielen, dass wir einen Teil der so geernteten Energie exportieren. Im Kern, gehen Sie mal nach Algerien, da war das ja auch ein Punkt. Ich hatte am Anfang auch relativ viel mit Desertec zu tun. Wir waren in Algerien. Algerien ist jetzt der große Exporteur von Öl und Gas. Und die fragen sich natürlich, können wir nicht demnächst auch unsere Sonne exportieren? Das ist ja naheliegend. Und alle Gespräche, die wir gemacht haben, waren immer damit verbunden, dass sie gesagt haben, da haben wir auch die Chance, bei uns selbst zu arbeiten. Bringt ihr die Universitätslehrstühle mit, auf denen man sowas hier für unsere Menschen verfügbar macht? Investiert ihr für die Produktion von Solarpanel oder Wechselrichter oder was auch immer hier? Wir haben eine Kollegin da, die viel in Äthiopien ist. Äthiopien ist ein klassisches Beispiel dafür, die sehr deutlich auf erneuerbare Energien gehen und jetzt alles dran setzen, dort die Produktion dafür zu machen. Finde ich unheimlich gut und deswegen muss das auch wissenschaftlich abgesichert sein. Das war die eine Schiene, die sehr, wenn Sie so wollen, naja, altruistisch getragen wurde. Und die nur die Möglichkeiten aufweisen wollten, wie kriegen wir denn eigentlich um den Mittelmeerbereich herum so etwas wie eine Friedenszone zustande. Und alle kamen genau mit derselben Argumentation, die ich versucht habe, auch hier deutlich zu machen. Es kommt eine zweite Schiene hinein, dass diese Überlegungen aufgegriffen worden sind von der Wirtschaft, vornehmlich in Deutschland. Federführend in dem Bereich war und ist bis zur Stunde immer noch die weltweit größte Rückversicherungsgruppe München Rück, also Munich Re, die das federführend macht. Aber dabei waren praktisch alle großen deutschen Unternehmen, von den Siemens über die Energieversorgungsunternehmen und so weiter. Und das verbindet man gegenwärtig vornehmlich mit diesem Desertec-Projekt. Dies hat in der gegenwärtig in der Tat seine, naja, Prominenz in den Medien verloren, aus einmal ganz einfachen Gründen. So etwas erfordert ja recht hohe Investitionen. Und Investitionen haben immer einen Preis, das ist der Zins. Und der Preis ist immer höher, je unsicher die Investition ist. Also wenn du in Deutschland einen Kredit brauchst, kriegst du einen sehr preiswert. Im Augenblick kriegst du fast noch Geld dazu, wenn du was abnimmst. Wenn du das in Krisenländern machst, das wissen wir, sind die Zinsen sehr hoch. Wenn du jetzt in einem Land investierst, in dem gerade die Rebellion gelaufen ist, in dem wir solche Situationen wie Destabilisierung in Libyen sehen, wenn wir die Situation in Ägypten sehen, sind die Investitionen dort sehr teuer. Und deswegen ist die Interessiertheit daran geringer geworden, sagen wir es mal so. Und zweitens hat man auch gemerkt, es ist durchaus eine Herausforderung, über das Mittelmeer Strom aus dem Maghreb nach Europa zu bringen. Dafür braucht man bisher Leitungen. Und Leitungen dort zu bauen, sind natürlich Großeinrichtungen. Und wenn du in solchen Ländern solche Dinge baust, auch bei uns, hast du natürlich ein hohes Risiko. Wenn Großanlagen ausfallen, ist es ein größeres Risiko, als wenn sie Kleinanlagen baust. Der große Vorteil, den wir in den Erneuerbaren haben, ist ja genau, dass sie eine gewisse Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit haben. Das System kannst du ja nie ausschalten. Du kannst mal eine Insel ausschalten. Ein ganz, ganz großer Vorteil nebenbei, das habe ich noch nicht gesagt, für uns natürlich ein Riesenvorteil bei den Erneuerbaren, dass du ganz andere dazu bekommst, sich daran zu beteiligen. Das ist ein Demokratiebeitrag. Wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die sich darüber Gedanken machen, wie kann ich mit in Investitionen in erneuerbare Energien machen. Ganz im Gegenteil, wir kriegen jetzt zunehmend die Entwicklung, dass die Leute sagen, du pass mal auf, Kilowattstunde Strom aus dem Netz kostet mich heute 28 Euro Cent oder 29. Take was mal so. Wenn ich heute Solarpanel auf meinem Dach habe, zahle ich dafür, sagen wir mal viel, 15 Euro Cent.
Wenn ich eine kleine Backup-Lösung im Keller habe, Bundesumweltministerium fördert Mini-BHKWs, kannst du dir in den Keller stellen, wirst du zunehmend autark. Und du kannst davon ausgehen, dass dieser Eigenverbrauch die eigentliche Problematik für uns der Umsetzung hier wird. Denn wer Eigenverbrauch hat, verabschiedet sich aus der Solidarität derer, die die Entwicklungskosten der Vergangenheit tragen, mit dem Ergebnis, dass es dort weiter ansteigt. Aber wir kriegen auf einmal ein völlig anderes Interesse an Energie. Vorher waren es 4 große Energieversorgungsunternehmen. Alle 4 haben extreme wirtschaftliche Probleme. Und du kriegst auf einmal ganz viele Anbieter bis hin zu dem Einzelnen. Ich sage Ihnen voraus, wir werden Energieversorgung in Häusern als ein Lifestyle-Produkt haben. So wie du heute Mobilität kaufst, der eine kauft sie im Mercedes, der andere kauft sie im Gebrauchtwagen, wirst du das genauso haben. Und das ist das attraktive Demokratie. Wir haben jetzt eben nicht mehr gesagt, irgendwo eine anonyme Einheit, die sich Großunternehmen nennt, sondern wir kriegen ganz viele sehr transparente, auch mit Problemen. Denn jeder weiß, wenn der sich da ein Windrad hinbaut und das einspeist, bezahle ich dessen Windrad und der kauft sich noch ein Maserati dazu. Auch nicht schön. Kriegst du auch Probleme. Also diese Querverbindungen sollten wir schon sehen. Desertec ist vornehmlich aber auch gescheitert, nicht nur wegen des Transports, sondern es hat sich dann hinterher, was man vielleicht durch kluges Nachdenken vorher auch schon hätte besser sehen können, in der Sahara gibt es zwar ganz viel Sonne, das ist wahr, aber in der Sahara gibt es auch ganz viel Sand. Und es gibt dort auch Sandstürme. Und wenn du Sandstürme in Verbindung bringst mit Spiegeln, dann weißt du, du hast ein Problem. Außerdem ist das ja nicht Photovoltaik, was da gemacht wird, sondern sogenannte konzentrierte Solar Power, also solare Kraftwerke. Du kannst ja genauso, ob du Kohle anzündest und Wasser erhitzt und verdampfst und damit treibst du die Turbine, oder du konzentrierst halt Sonnenstrahlen auf dieses Wasser, das verdampft auch und treibt auch eine Turbine. Kannst du in Almeria in Spanien nebenbei live sehen, da gibt es keine einige Zahl davon. Wird auch in anderen Ländern gemacht. Aber du hast in der Sahara wiederum kein Wasser. Was nimmst du als Alternative in einem Kraftwerk für Wasser, das ebenfalls in Anführungsstrichen verdampft und Turbinen antreibt? Also da sind technologische Schwierigkeiten zunehmend dazugekommen, die die Begeisterung deutlich vermindert haben. Habe ich hinreichend lange beantwortet. Und jetzt komme ich zur Frage, haben Sie noch Fragen? Jedenfalls muss ich mich erstmal bedanken, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Das ist immer ganz bedeutsam. Ja. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was wir uns ein bisschen vornehmen müssen, ist, dass wir mal fragen, was ist denn der Prozess und nicht nur, was ist das Ergebnis? Ich sage das nicht ohne Hintersinn, denn wenn wir das nicht tun, werden wir wiederum in eine ziemlich dramatische Enttäuschungsfalle in Paris laufen. Sie müssen davon ausgehen, dass wir, das hat ja Lima, das ist die letzte Veranstaltung gewesen, schon ergeben, dass wir eben nicht mehr quantitative Ziele von den Ländern bekommen werden, sondern das, was sie nennen NDCs, National Determined Commitments. Diese werden wir haben und die werden im Zweifel nicht oder nicht unmittelbar zu einer Realisierung des 2-Grad-Ziels führen. Aber sie werden den Prozess auslösen, der genau dahin führt. Das ist, wenn Sie wollen, nicht eine resignative Feststellung, sondern Sie werden sich damit schon konfrontiert sehen, dass in der Welt, in der wir leben, solche Länder wie USA, aber auch China, auch Indien, sogenannte legally binding commitments nicht abgeben werden. Das so hochgelobte Abkommen oder Übereinkommen zwischen China und USA, Sie wissen, die haben sich ja geeinigt, die Amerikaner haben gesagt, wir werden auf der Basis von 2005 um 26-28% weniger CO2 haben.
Und die Chinesen haben gesagt, ab 2030 werden wir stabilisieren und zurückführen. Das, was beide sind deutlich unter dem, was vor einem 2-Grad-Ziel notwendig wäre. Und die 25-28% der Amerikaner sind ja nicht zusätzliche Maßnahmen. Sie sind praktisch das, was jetzt schon realisiert ist, einfach aus der Tatsache, dass sie, wie wir sagen, einen Fuel-Switch haben, also einen Brennstoffwechsel haben. Dadurch, dass sie Schiefergas haben, haben sie Kohle aus ihren Kraftwerken rausgenommen. Und der Unterschied zwischen einer Kilowattstunde aus Kohle oder aus Gas mit CO2 ist in einer Größenordnung von 25-40% weniger. Das heißt, durch die Umstellung des Brennstoffes sinkt automatisch die CO2-Emission der Vereinigten Staaten von Amerika. Das setzt sie in die Möglichkeit, dass sie heute schon das Kyoto-Protokoll erfüllen. Und die Chinesen erhöhen ihre Energieeffizienz, also nicht mehr Elastizität von 1:1, so viel, sondern eben eine höhere Effizienz. Und das bringt sie dazu. Dies nur dazu gesagt, was wichtig sein wird, ist in Paris das, was man mit Monitoring, Verification and Assessment bezeichnet. Also, dass man das, was gemeldet worden ist, überprüft, monitort, bewertet und zusätzlich Anregungen geben wird. Das könnte vielleicht auch legally binding werden. Da war hier vorne noch eine Frage. Oder ist das, habe ich da hinten eine Ecke und da hinten habe ich eine Ecke. Machen wir erstmal da hinten einmal weiter. Komm gleich zurück. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich einmal um die Idee käme, da zu resignieren, stünde ich nicht hier. Wirklich nicht. Also Sie können sich vorstellen, ich werde jetzt 77 Jahre alt, da musste nicht mehr. Da machst du es gerne oder machst es nicht. Und da machst du es auch nicht aus einer resignativen Haltung heraus und auch nicht aus pflichtbewusstem Optimismus. Beides nicht. Ich habe ja gerade in der Antwort auf die Frage sehr viel Realismus dargestellt. Ich kriegte wahrscheinlich brausenden Applaus, wenn ich sage, wir werden das alles hinkriegen. Ich bin sehr realistisch dabei und versuche nur deutlich zu machen, dass in dem Moment, wo du ein Thema als nicht lösbar erklärst, es auch nicht lösbar ist. Vor dem Hintergrund bin ich eigentlich nicht der Ansicht, dass ich mich zufrieden über das Geleistete zurücklegen kann. Weiß Gott nicht. Natürlich sind da Veränderungen erfolgt. Wäre ja noch schöner, wenn es nicht so wäre. Ich bin mal durch den Rhein geschwommen. Ältere wissen das noch. Und da haben sie mir hinterher am Karneval in Mainz, war bei Mainz gesagt, das Fischsterben im Rhein wäre durch mein Schwimmen gekommen, was auch nicht richtig war. Aber das war damals noch ein unglaubliches Medienereignis, habe ich nie für möglich gehalten, war fast traumatisiert dabei. Heute werde ich zu den internationalen Flussbadetagen als Schirmherr eingeladen. Ändert sich was? Natürlich. 1961 hat Willy Brandt den blauen Himmel über der Ruhr gefordert, 1961. Der ist jetzt auch blau. Da gibt es natürlich wieder manche, die sagen, die Art und Weise, wie er blau geworden ist, hat ganz andere Schleifspuren etwa in der Beschäftigungssituation im Ruhrgebiet hinterlassen. Das will ich nur der Vollständigkeit halber gesagt haben. Also nein, das ist keineswegs so, dass man sagt, look at that, great, everything done. Aber selbst aus Afrika bin ich eigentlich noch, motivierter zurückgekommen, als ich hingegangen bin. Weil ich wirklich gesehen habe, es ist unser Lebensstil so nicht tragbar. Es geht nicht. Ich bin sehr viel in China. Was mich besorgt macht da, ist, dass unser Lebensstil so etwas wie als das nachzuahmende Modell angesehen wird. Guck dir dort die Einzelhandelsstrukturen an, die gehen eben auch in die Selbstbedienung, die gehen auch in die Verpackungsintensität. Indien ist da noch ganz weit davon entfernt. Wir kriegen also die Rückfrage an uns, die Sie ja schon gestellt haben.
Wie ändern wir denn das? Das ist wiederum wichtig für uns, aber ist für die globale Betrachtung zentral bedeutsam. Und da sind wir ja in Europa, naja, nicht die Spitzenreiter. Also wenn ich mir manchmal die Dinge im amerikanischen Bereich ansehe und wenn ich mir da ansehe, welche Auseinanderfallen der Gesellschaft da ist, wenn wir bei uns von der Krise des Mittelstands sprechen, also es ist nicht der wirtschaftliche, die Mittelschicht, dann ist die in Amerika praktisch gar nicht mehr da. Es wächst ja. Diese Spannungssituationen machen mir sicherlich sehr, sehr viel zusätzliche Nachdenklichkeit. Und ich habe es an der ersten Veranstaltung heute gesagt, mich macht es halt schon besorgt, dass wir wohl tatsächlich in einem Anthropozän sind, dass wir uns wirklich fragen müssen, wie weit sind wir denn schon fremdbestimmt über Big Data? Wie sind wir denn fremdbestimmt dadurch, dass wir Probleme in die Welt gesetzt haben, deren Konsequenzen wir jetzt durch solche Eingriffe beseitigen müssen? Das macht mich nicht glücklich und es bringt mich nicht zu dem Ergebnis, dass ich eine strahlenweise Bilanz meiner beruflichen Tätigkeit nachweisen kann. So, da war da und dann die Dame dahinterher. Und sollen wir mal so machen, dass ihr drei zusammen hinterher und dann kann ich mir was raussuchen, was ich antworten kann? Ja, ist gut. Aber zu der ersten Frage. Thoriumreaktoren ist eine sehr, sehr konkrete Forschungsrichtung. Ich kann Ihnen sagen, in dem Institut, das ich also mal gegründet habe, ist einer der Direktoren Carlo Rubbia. Carlo Rubbia ist noch älter als ich, also das heißt schon was. Und ist Nobelpreisträger für Physik, hat CERN gegründet in Genf, also wirklich allererste Sahne. Und von dem stammt die Überlegung des Thoriumreaktors. Sie müssen sehen, dass das auch eine entwicklungspolitische Konsequenz hat. Fast 30% des weltweit verfügbaren Thoriums ist in Indien. Und die Inder haben lange versucht, Thoriumreaktoren auch zu machen. Der Thoriumreaktor hat einen riesen Vorteil, du kriegst keine Spaltprodukte, um das nur mal einzunehmen. Du hast auch ganz andere Entsorgungsfragen. Und die Rückfrage ist schon, warum sind die nicht weiter verfolgt worden? Carlo, also unser Kollege, verfolgt das jetzt nicht mehr. Nicht, dass ihr meint, wir werden da an diesen Dingen forschen. Aber es wird daran gearbeitet. Bei China können Sie immer davon ausgehen, wo überhaupt irgendjemand eine Idee für Energieerzeugung hat, die Chinesen werden es sofort mit aufgreifen, mit sehen, ob sie das machen können. Wenn du ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen hast, das sind 18 Mal die Bundesrepublik Deutschland, und dort Entwicklung für notwendig erachtest, die mit Energie verbunden ist, kommst du immer zum Ergebnis. Die werden auch als Erste die Reaktoren haben, die wir mit der Fusion haben. Wenn Sie heute nach Greifswald gehen, wo der deutsche Fusionsreaktor als natürlich als wissenschaftlicher Forschungsreaktor gebaut wird, Helmholtz-Institut, der jetzt auch eingeweiht worden ist, und Sie fragen dort die großartige Leiterin dieses Zentrums, wie das ist, wann die denn mal genutzt werden für Energieerzeugung, sagt sie, seit 20 Jahren, sagen wir in 20 Jahren. Und dann sagt sie, gibt aber eine Ausnahme. Die Chinesen haben jetzt mitgeteilt, sie werden in den nächsten 5 Jahren einen in Betrieb nehmen. Ob das so kommt oder nicht, aber allgemein sind die Chinesen nicht dafür bekannt, dass sie was ankündigen, was sie nicht machen. Ist nicht so. Also gehe ich mal davon aus, dass sie im Thoriumbereich, obwohl ich das nicht gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, Carlo ist viel in China, ist auch richtig, aber ich habe das nicht gehört. Die Entwicklung in dieser Richtung ist eigentlich zum Stehen gekommen. Die Inder sind bis zum heutigen Tag extrem ärgerlich darüber. Das erste habe ich genannt. Was wichtigste ist, wir müssen diese Energiewende zum Erfolg machen. Dies ist der entscheidende Punkt. Und wir müssen uns damit wirklich auch im Ausland besser einbringen. Wir haben hier solche UN-Einrichtungen wie die IRENA, die International Renewable Energy Agency, deren Sitz sinnigerweise in Abu Dhabi ist. Und die Abu Dhabier, nennt man die Abu Dhabier? Also die Bewohner von Abu Dhabi.
haben wie wild gekämpft und die Politik, um das dahin zu bekommen. Eigentlich wollten wir diese Irena in Deutschland haben. Sie geht nämlich zurück auf Ideen, die hier entwickelt worden sind, in besonderer Weise von Hermann Scheer. Hermann Scheer wird Ihnen nichts mehr sagen, aber ist so etwas wie die Ikone der Solarforschung und Entwicklung überhaupt in Deutschland gewesen, muss man immer und immer wieder unterstreichen, ist sehr früh gestorben, war Bundestagsabgeordneter der SPD. Jedenfalls wollten wir das hier haben, wir sind an diesem, naja, Buying Out fast von Abu Dhabi gescheitert. Ich kenne den Laden wirklich sehr gut, der läuft auch im Augenblick sehr gut. Mein ehemaliger Abteilungsleiter bei UNEP ist jetzt dort Leiter, deswegen verfolgt man das natürlich auch fast mit väterlicher Freude. Und wir sehen, dass tatsächlich dort, wenn ich da hinkomme, immer wieder mir auf die Schulter geklopft wird und gesagt, Klaus, klasse gemacht. Dass ihr da so investiert habt, bringt uns jetzt die Möglichkeit, das anzuwenden. Das ist eine Technik. Denn Sie müssen sehen, das ist eine der wenigen Techniken, die frei verfügbar sind. That's not a question of technology transfer. Wir sind nicht mit Patenten abgesichert. Es ist also nicht eine patentfähige Entwicklung gewesen. Sie ist für jeden zugänglich, was uns natürlich das Problem bringt, dass wir die damit verbundenen Entwicklungskosten bei uns tragen. Sie alle tragen die. Einmalig. Wenn ein chemisches oder ein pharmazeutisches Unternehmen ein neues Medikament entwickelt, sind das auch für ein Unternehmen ganz hohe Investitionen. Sie werden wieder einspielbar dadurch, dass du Patente hast und allein das anbieten kannst und deswegen die Preise hoch sind. Das haben wir bei Erneuerbaren nicht. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und der nächste Punkt, den wir wirklich mitsehen müssen, es ist schon notwendig, dass wir auch dort, wo es darum geht, Entwicklungsländern die Möglichkeit einer so zukunftsorientierten Technik in der Investition zu ermöglichen, dabei sind. Es gibt den sogenannten Green Climate Fund. Auch dafür hatten wir uns in Deutschland beworben. Auch da sind wir leider nur runner-up geworden. Also wir waren im Endkampf gegen Korea und haben gegen Korea verloren. Diese Bank ist in Korea. Sehr intensiv auch mit unserem Institut verbunden nebenbei, dieser Prozess. Dort soll, das ist Beschluss der Klimakonventionssitzung, jährlich bis 2020 100 Milliarden Euro verfügbar gemacht werden für eine solche Maßnahme, wie wir sie auch bei Ozonschicht gehabt haben, die Additional Costs zu bezahlen. Da sind jetzt bisher zusammengekommen, zur großen Freude vieler schon, im ersten sogenannten Pledging, also in einem Zusammenkunft, wo jeder sagen konnte, ich bringe so und so viel mit, 10 Milliarden. Es sollen auch dann noch von Privatwirtschaft da Geld mit hineinkommen. Also das ist der zweite große Punkt, den ich sehe, wo wir wirklich etwas machen müssen. Nur für die Insider, das wird eine große Vorentscheidung finden in der Konferenz Finance for Development, die im April in Addis Abeba stattfindet, wo wir wirklich sagen können, wenn dort kein signifikantes Ergebnis herauskommt, wird es in Paris noch viel schwerer, wirklich zu einem Prozess zu kommen, der diese Entwicklung tragen kann. Und die letzte Frage, endlich sind wir mal wieder gut in Deutschland angekommen. Ich könnte mir es eigentlich einfach machen, denn ich hatte gerade eine halbe Stunde Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten, diesem Treffen. Und da bin ich beim Präsidenten gewesen und bei dem war schon jemand. Und zwar war das die Spitzenkandidatin der Grünen in der Hamburger Bürgerschaftswahl. Und wenn Sie das Ergebnis verfolgt haben, wissen Sie, dass die Grünen Koalitionspartner werden. Die werden also verhandelt. Die Frau, wie heißt sie? Ja, richtig. Ist noch da. Fragen Sie die doch mal, wie sie das sieht und wie sie damit zurechtkommt. Ich glaube, man sollte erst einmal dabei massiv verbal abrüsten. Lass es doch mal wieder auf eine rationale Ebene zurückführen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das nicht gut unterwegs ist. Und da die Grünen jetzt wahrscheinlich wohl Koalitionspartner in Hamburg werden, ist diese Frage hoffentlich auch so beantwortet, wie Sie sie wahrscheinlich beantwortet haben wollten.
Ich glaube, die Hamburger Wirtschaft wird darunter nicht entscheidend leiden, wenn nicht auch der größte chinesische Tanker oder Frachtschiff noch Tanker kommt, ohne dies nicht dahin, bis nach Hamburg kommt. Das ist eine unqualifizierte persönliche Aussage, die Sie bitte nicht in wissenschaftliche Methodenkritik hineinnehmen mögen. Insgesamt darf ich Ihnen herzlich danken. War schön, bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank.